Hallo! Und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Reaktionsvideo auf dem Marki 2.0 Kanal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute schauen wir uns mal wieder was sehr cooles an, denn ihr habt gesagt, yo, Tomary hat ein neues Video hochgeladen. Und zwar eine Woche immer beim Lieferdienst bestellen. Also ist er heute nur eine Woche lang Fast Food. Ich bin ultra gespannt, wie das Video wird. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, dann checkt den Boy natürlich auch ab. Und ganz wichtig, wenn ihr noch neu seid auf meinem Kanal, lasst noch ein kostenloses Abo da, denn es gibt jeden Tag umsonst ein neues Video. Einmal unter mir abonnieren klicken, das war's schon, dann kriegt ihr jeden Tag umsonst ein Video. Kuss. Jeder, der es gemacht hat, du bist eine Legende. Let's go! Viele Menschen würden am liebsten nie wieder kochen oder einkaufen müssen. Und ich muss gestehen, ich gehöre da dazu. Mir ist auch gerade der Fussel in seinen Haaren aufgefallen. Nie wieder kochen oder einkaufen. Rudi! Was denn da passiert? Und ich muss gestehen, ich gehöre da dazu. Seit dem starken Anwuchs an Lieferdiensten, gerade in Deutschlands Großstädten, rückt dieser teure Wunsch immer mehr in greifbare Nähe. Diese Woche... Ich kann nur noch auf den Fussel schauen. Brudi. Was ist denn jetzt los, ey? Nein, wir nehmen das ernst. Das ist ein ernstzunehmendes Video, Leute. Ich bin auch jemand, ich würde am liebsten jeden Tag einfach nur Essen bestellen. Deswegen schauen wir mal, wie es sich auf den Körper auswirkt. Erfülle ich mir diesen Wunsch, gehe kein einziges Mal einkaufen und werde noch nicht mal das simpelste aller Gerichte zubereiten, sondern werde mir jede einzelne Mahlzeit beim Lieferservice bestellen. Ja, und wenn du mal einen kleinen Snack für zwischendurch brauchst, Brudi, du hast da einfach einen Fussel, den nimmst du... Ich muss aufhören. Anschließend bewerte ich die einzelnen Lieferdienste und zeige am Ende, wie viel Geld ich für diese 7 Tage hinblättern muss. Bin gespannt, let's go, dieses Baby. Schon immer hat der Kampf um Nahrung, auch wenn er sich mittlerweile zu Einkaufen und Kochen entwickelt hat, Menschen aller Kulturen zusammengeschweißt und buchstäblich an einen Tisch gebracht. An einen Tisch gebracht und ganze Zivilisationen geprägt. Gar keinen Bock auf Zivilisationen. Kann ich jetzt endlich was bestellen? Ja, wenn es sein muss. Geil. Also ich weiß nicht, ob es verfrüht ist jetzt zu sagen, dass das das chilligste Experiment überhaupt wird, aber ich wüsste nicht, was noch chilliger wird. Jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl, was ich essen möchte, weil ich glaube, ich starte mal die Woche. Oh Leute, was würdet ihr am ersten Tag bestellen? Stimmt mal ab. Burger, Pizza, Sushi oder irgendein anderes Gericht? Mir fällt gerade nicht mehr ein. Stimmt mal hier oben ab, Alter, über mir abstimmen. Ich würde direkt am ersten Tag, glaube ich, zu den Burgern greifen, weil Burger meine Lieblingsessen. Und nehme mir einfach Reis mit Gemüse. Was? Bestellt, dann kann ich mich ja jetzt... Reis mit Gemüse? Ich bin raus. Zurücklehnen. Das Essen war jetzt wirklich mega schnell da. Okay, ich meine, es kann aus. Schon mal normal so bis zu einer Stunde dauern. Manchmal sogar auch länger, aber jetzt ist es 15, 20 Minuten. Wo ich wiederum nicht weiß, wie das gemacht wurde. Aber ich beschwere mich natürlich auch nicht. Ich habe das hier natürlich schon mal bestellt, sogar auch schon in einem anderen Video. Ich weiß, was ich da kriegen werde. Und das ist echt ziemlich geil dafür, dass ich halt nichts kochen muss. Und auch ziemlich gesund. Natürlich ist es ultra teuer, aber das rechtfertige ich jetzt einfach mal in dieser Woche damit, dass ich parallel noch ein zweites Video drehe. Und zwar die 100-Stunden-Arbeitswoche. Und da habe ich natürlich... Ist es eigentlich, Leute, ist wenn man so... jetzt zum Beispiel Hähnchen oder sonstiges beim Lieferanten bestellt und auch wenn da Gemüse dabei ist, ist das trotzdem, ist das dann gesund oder ist das eher ungesund? Das frage ich mich gerade, weil wenn man jetzt so selber zu Hause, keine Ahnung, Fleisch frisch macht, ein bisschen Gemüse zuschneidet und sonstiges, dann kann man das ja alles sehr kontrollieren, aber wenn man jetzt bestellt und dann hat das Hühnchen eine Panade oder wie auch immer, boah, das ist gerade richtig mein Flash, ich habe gerade gar keinen Plan mehr. Nachdem wir es uns heute Mittag schon gut gehen lassen haben, würde ich mal sagen, ist heute ein bisschen italienisch an der Reihe. Sophie, was weißt du? Oh, Pizza! Ich will Pizza! Ne Lasagne. Frag doch mich! Jetzt Pro-Move, weil ich weiß, dass die Lieferdienste morgen erst um 12.30 Uhr aufmachen werden. Hallo, wieso fragst du mich nicht? Ich hol schon ein Frühstück. Und was gibt's Besseres zum Frühstücken? Pizza. Als eine Pizza. Richtig leckere... Pizza. Kalte Pizza? Ne kalte Pizza. Ja! Yeah! Mein Junge, ich wusste es! Auf dich ist Verlass, Jung. Du wirst doch ganz groß rauskommen. Gut. Die ist ja teurer als die Lasagne. Und bestellen. 22 Euro kostet der Spaß. Perfekt. Und es dauert 40 Minuten. Locker leben. So, ich würde mal sagen, die Pizza fürs Frühstück. Tim, das ist die ganze Zeit, während wir essen. Mhm. Geil. Natürlich nicht. Tschüss. Schade, dass sie die Schmatzgeräusche rausgenommen haben. Also Schmatz-ASMR ist eins meiner Lieblingsvideokategorien. Ich esse gerade schon wieder mein Pizza-Frühstück. Ja, und während ich jetzt die Pizza verdrück, muss ich mir einfach schon Gedanken machen, was ich als nächstes bestelle. Das ist einfach, es ist stressig. Es ist echt stressig. Ich bin mal gespannt, wie viel ich in der Woche zunehmen werde. Ich sollte mich mal wiegen. Aber ich glaube, ich werde auch ein bisschen gesünder wieder essen jetzt. Das wird mich auch interessieren, wenn man eine Woche nur so Fastfood, schnelles Essen bestellt und, keine Ahnung, Lieferservice-Sachen bestellt. Ich glaube schon, dass man ein bisschen zunimmt, oder? Ah, da gucken wir mal. Die Tage.
Danach haben Sophie und ich bei Hans im Glück diese leckeren Salate und Brote bestellt. Hat hier 4 Sterne. 4 Sterne ist gar nicht mal so krass, ne? Also 4 Sterne ist gar nicht mal so gut. Tatsächlich, ich finde es echt stark. Also Essen war immer perfekt. Bemerkung, fancy schmancy. Es ist noch Tag 2, aber streng genommen schon Tag 3. Denn ich arbeite gerade bis 6 Uhr morgens durch und gönne mir gerade noch einen kleinen Mitternachtssnack. Mein Frühstück habe ich einfach mal frech, wie ich bin, ins Meeting reingequetscht. Wer kennt's nicht? Der älteste Trick im Buch, Essen beim Meeting. Spart einfach schön viel Zeit. Danach noch schön Sushi. Bei ihm, jedes Frühstück ist Pizza, irgendwie Sushi, irgendein Fleischgericht. Brody, ich glaube Frühstück, moin. Leute, was soll ich sagen? Ich hab's mir gut gehen lassen. Und ist das nicht eine schöne Kameraeinstellung, wie diese ganzen Sushis nacheinander weg verschwinden? Nein, weil ich jetzt Hunger hab! Blöd, Mann. So, das Essen ist da. Ich weiß gar nicht, welcher Tag heute eigentlich ist im Experiment. Normal habe ich das ja immer recht gut im Auge, weil ich halt einfach fast froh bin, wenn das Experiment vorbei ist. Aber bei dem hier könnte ich mich echt dran gewöhnen, außer an die Kosten, weil die sind schon echt krass. Das ist jetzt kein Riesenproblem für mich. Ich werde nicht pleite gehen, keine Sorgen. Aber es fühlt sich trotzdem einfach nicht gut an und ich kann es schon fast nicht so richtig genießen, einfach weil es richtig teuer ist. Vierter Tag, was könnte er jetzt bestellt haben? Ich tippe auf ein chinesisches Gericht. Ist hart, ne? Wir wollten gestern auch essen. Mann! Ich bin enttäuscht von mir selber. Essen gehen. Wir haben uns schon so richtig gefreut und ist mir angefallen, ich muss ja bestellen. Essen! Wir haben ja einmal die 3 Sachen. Die Suppe, dann eine Bionade. Wir haben Litschi bestellt und das ist einfach Holunder, Alter. Was ist das? Bananenwips. Boah, geil. Ja, das ist einfach ein Wrap mit einer Banane drin. Lol, Bananenwraps habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich bin gerade richtig fasziniert von diesen ganzen Gerichten, weil immer wenn ich was bestelle, bestelle ich mir nur Pizza oder Burger. Huch, man kennt ihn. Tag 5, ist schon bald durch. Es ist jetzt 5 Uhr morgens. Ich habe gerade das erste aus dem Frühstück geholt, was ich gestern bestellt habe. Ich habe selten morgens Hunger, aber jetzt habe ich gerade so richtig Hunger. Hä, und die letzten Male hat er immer so Sushi morgens, Pizza morgens gegessen. Ich hab selten morgens Hunger. No, kein Appetito. Oh, schön. Heute 14 Uhr geht's zu Freddy, also Sturmwaffel, und seinem Kochformat, wo wir mal ein Lieblingsessen kochen. Darauf freue ich mich schon die ganze Woche. Aber wir haben natürlich jetzt nicht viel Zeit. Gibt ja auch einen Grund, warum ich so früh aufgestanden bin. Deswegen, let's go. Hätte ich alle Essensbehälter von dieser Woche auf einen Haufen gelegt, würden wir wahrscheinlich einen Riesenberg Müll sehen. Wobei man fairerweise sagen muss, hätte ich alle Zutaten im Supermarkt gekauft, wäre dabei vielleicht sogar noch mehr Müll entstanden. Was stand denn da jetzt? Hä? Sagen muss, hätte ich alle Zutaten im Supermarkt... Frame zur Stabilisierung nicht analysiert, klicken Sie auf Analysieren. Okay, ich klick. Supermarkt gekauft. Hallo? Wäre dabei... Hallo? Vielleicht sogar noch... Hallo! Für Freddys Kochformat, bei dem wir uns gerade seht, habe ich übrigens auch die einzige Ausnahme im Video gemacht. Denn ich musste das, was wir gekocht haben, natürlich auch probieren. Und anschließend haben wir auch bei ihm eine Pizza bestellt. Ja, besser ist es. Ich wollte gerade sagen, Alter, die Pizza macht's wieder gut. Die ist verziehen. Ich habe es ein bisschen versemmelt. Und zwar ist es jetzt schon 22.40 Uhr. Und die ganzen Lieferdienste machen irgendwie um 11 Uhr meistens schon zu. Ja, ich habe noch ein bisschen Essen im Kühlschrank, aber das wird mir vielleicht für heute Abend reichen. Aber nicht für morgen früh. Und da ist dann natürlich das Wichtigste. Von mir Penne Arrabbiata. Let's go. Die Bowling, die war richtig stark. Kann man nichts sagen. Schade. Ich dachte, da holt die Pizza an. Super lecker. Die Pizza kann ich hier leider auch nicht bewerten, ja, habe ja nicht ich bestellt. Danke Mo auf jeden Fall. Ich war ein bisschen enttäuscht, dafür, dass es hier ein Lieferdienstvideo war, habe ich echt wenig gute Pizzen gegessen. Die erste... Ich bin auch enttäuscht, der ist voll... Also, ich dachte, der haut jetzt jeden Tag eine Pizza und Burger. Der hat noch nicht einmal Burger bestellt, was ist denn... Junge... Wir müssen reden. Lesen und ein kurz gesagt Video angeschaut. Leider war Freddys Video nicht das einzige Kochvideo, in das ich eingeladen wurde. Und so musste ich noch eine kleine Ausnahme für das Video von Sophie machen. Und zwar darf der Thomas heute aussuchen, mit welchen Zutaten ich heute kochen muss. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, jetzt der allerletzte Tag meines Bestellens. Ja, heute werde ich zum allerletzten Mal was beim Lieferdienst bestellen. Okay. Gut, jetzt nicht für immer, ne? Ich werde wahrscheinlich werde ich nochmal irgendwann was bestellen vom Lieferdienst. Ich blicke sentimental zurück auf die ereignisreiche Woche. Ich habe mir übrigens wieder 2 Wraps bestellt, von da, wo ich schon mal Wraps bestellt habe. Fand ich ziemlich nice, habe ich nochmal bestellt. Sophie und Sebastian haben... Wenn der sich jetzt keine Burger holt, dann hat er die gesamte Woche kein einziges Mal Burger bestellt. Dann bin ich sauer. Ich habe gerade schon bestellt. Ich darf mir jetzt noch was aussuchen. Abend im Deli, Spezial des Hauses. Wehe. Lieferkosten 1 Euro. Das was ist ja hat die Schnitzel? Nett. Cool, bestellen. Ich bin
bin einfach nur enttäuscht. Ich kann's nicht fassen, keine Burger. Ich kann's nicht fassen, keine Burger, Leute. Ich schau grad, kommen da noch Burger? Nein. Pizza? Nein, da kommen keine Burger. Ich bin enttäuscht. Alles in allem war das ein Experiment, das ich gerne weiterführen würde, sofern da nicht die hohen Kosten wären und wenn ich nicht gerade ausschließlich Lieferdienstessen essen dürfte, weil man hat zwischendrin dann doch mal Lust auf Obst oder Nüsse oder sonstige Snacks und wenn man abends vergisst, sich Frühstück für den nächsten Tag mitzubestellen, dann ist es auch nicht schön. Man muss eben immer seinen Tag um das Bestellen herum planen und da bin ich wirklich froh, dass es vorbei ist. Hat er irgendwie zugenommen oder so? Hat er jetzt gar nicht gesagt, Mann. Also wir wissen nicht, ob er zugenommen hat, wie es auf seine Gesundheit sich ausgewirkt hat. Ich bin nur enttäuscht, dass es keinen Burger gab, da muss ich ehrlich sagen. Tut weh im Herz. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos abonnieren, nicht vergessen. Der junge Herr bekommt natürlich auch ein Like von mir auf das Video. Gut gemacht, Tomari, sehr schön, aber mit dem Burger müssen wir nochmal reden. Bis morgen, haut rein, Leute. Tschüss.